Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich heute Abend im Namen des österreichischen Migrationsfonds zu einer weiteren Veranstaltung in unserer Diskussionsreihe begrüßen. Nachdem wir in den letzten Wochen Rüdiger Safranski und Bassam Dibi zu Gast haben, freut es uns heute, sicher einen der bedeutendsten Intellektuellen Österreichs begrüßen zu dürfen. Rudolf Burger ist Philosoph, Soziologe, Physiker, ehemaliger Rektor der Universität für angewandte Kunst und jedenfalls einer der streitbarsten Köpfe Österreichs. Anlässlich eines Buches, das gegenwärtig erschienen ist, mit bereits bestehenden Texten zu Multikulturalismus, Migration und Flüchtlingskrise, freut es uns, dass wir heute diese Veranstaltung zu den Herausforderungen und Fragestellungen der Integration stattfinden lassen können. Texte im Buch wie Multikulturalismus im säkularen Rechtsstaat aus 1996, die islamistische Verschärfung aus 2002, Retheologisierung der Politik aus 2004 oder ein sehr kritisches Gespräch mit dem Titel Sehnsucht nach dem Sklavenstall zur damaligen Wertedebatte bereits 2007 zeigen, wie früh sich Professor Burger auch mit Themen kritisch auseinandergesetzt hat, die heute in der Migrations- und Integrationsdebatte allgegenwärtig sind. In einem gestrigen Interview des Standards schreibt dieser, die Eleganz von Rudolf Burgers Reflexionen gilt als beispielhaft. Die polemische Stoßrichtung seiner Einlassungen brüskiert hingegen selbst Wohlmeinende. Herr Professor Burger, es freut uns ganz besonders, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Besonders bedanken darf ich mich auch bei Michael Fleischhacker für die Moderation des heutigen Abends oder für die Gesprächsführung des heutigen Abends, bekannt als Moderator der wöchentlichen Fernsehsendung, Diskussionssendung Talking Hangar 7, ganz aktuell auch das Politmagazin Faktum, Geschäftsführer von Quo Vadis Veritas, wo auch die Rechercheplattform Addendum Teil dessen ist, die auch zuletzt den Journalistenpreis für Integration für Herausforderungen im Klassenzimmer betreffend Integrationsdebatte bekommen hat. Herr Fleischhacker, vielen Dank, dass Sie heute wieder das Gespräch führen. Noch einige kurze Veranstaltungshinweise. Am 6. Mai dürfen wir Walter Scheil, den österreichischen Historiker und Stanford-Professor, begrüßen und Anfang Juni dann Peter Sloterdijk in der Steiermark und den deutschen Altertumswissenschaftler und Kultursoziologen Jan Assmann in Wien. Danke fürs Kommen und ich wünsche uns einen spannenden Abend. Ja, funktioniert das irgendwie? Das Mikrofon, ja. Ja, danke. Auch einen schönen Abend. Ich freue mich auch besonders, dass ich dieses Gespräch mit Rudolf Burger führen darf. Wir haben jetzt doch schon, kann man sagen, jahrzehntelang viel Kontakt, Gott sei Dank. Ich würde fast so weit gehen, dass man sagen kann, wir sind fast so was wie befreundet, kann man sagen, oder? Ja. Wenn man das in Österreich bislang, ist das immer schwierig. Bislang. Also bis heute Abend, so kann man sagen, ja. Bis heute Abend waren wir jedenfalls bislang, ja. Befreundet. Und haben auch über einige der Themen, über die wir heute reden wollen, schon öfter mal geredet. Weswegen Rudolf Burger im Vorgespräch gesagt hat, ich sage dir nur eines, ich werde jede Frage nur mit Ja oder Nein beantworten. Das heißt, es wird, so wie es ausschaut, relativ viel Arbeit für mich werden. Ich hoffe, dass du deine Meinung noch änderst im Laufe des Gesprächs. In dem Buch, das jetzt gerade erschienen ist, eigentlich als zweiter Teil, kann man sagen, als zweites Buch, aus Anlass deines 80. Geburtstags, den du Ende des letzten Jahres gefeiert hast, das den Titel trägt Multikulturalismus, Migration und Flüchtlingskrise, sind also einige Essays versammelt, also über die Zeit, einige Gespräche, die mit dir geführt wurden und ein Text von Konrad Paulismann und einer von Peter Strasser, also auch die, in denen es auch darum geht, eben nicht nur um das Thema, sondern auch um deine Art zu denken, denke ich, wenn man das so sagen kann, die ja besonders interessant ist. Es ist ja in der Einleitung schon erwähnt worden, auch dieses Standardgespräch, das gestern erschienen ist, in dem auch das irgendwie immer wieder aufblitzt. Und zwar zwei Dinge. Das eine ist deine Bereitschaft, unpopuläre Dinge zu sagen. Und das andere ist eine gewisse ästhetische Bedürfnisse in der Formulierung, nicht? Also es gibt ja den berühmten Satz, ich glaube, er kam vom verstorbenen Fritz Radatz, ein schlechter Gedanke lässt sich nicht gut formulieren. Die Frage wäre dann, ob gute Gedanken sich schlecht formulieren, also ob das umgekehrt auch gilt. Über Ästhetik werden wir möglicherweise auch noch reden. Ich möchte aber bei dem ersten Essay, der auch in dem Buch abgedruckt ist, aus dem Jahr 1991, beginnen. Es ist ja auch kein Zufall wohl, dass das chronologisch angeordnet ist. Und der hat den Titel Requiem auf einen Helden.
und es geht darin um den politischen Flüchtling und seine, und seine Abdankung eigentlich als politischer Held, die einhergeht mit der Abdankung eigentlich des Kalten Krieges, kann man sagen. Mit dem Kalten Krieg ist auch der Flüchtling als politischer Held abgedankt, und zwar deshalb, wie du schreibst, weil er ja als politischer Flüchtling ein Held schon deswegen war, aufgrund dessen, wo er herkam. Nicht? Also er kam aus dem Reich des Bösen, wenn man so will, und damit war der Umstand, dass er kam, jedenfalls ein Helden, hat ihn mit einem Heldenstatus ausgezeichnet, und übrigens auch uns, weil wir ihn ja aufgenommen haben als Helden. Weil er ein Zeuge war, im fast biblischen Sinn, nicht? Aber Zeuge für die Überlegenheit des Westens. Das ist das, die ganze Zeit des Kalten Krieges hindurch. Und insofern war er brauchbar, er war ideologisch brauchbar. Und das hat natürlich sich vollkommen verändert mit der so magischen Jahreszahl 1989. Das ist das umgeschlagen. Im Moment hat man ideologisch nicht mehr gebraucht. Und das hat natürlich die ganze Einstellung vollkommen verändert. Er war ein Held, er wurde zum Helden gemacht, aber vor allem war er ein Zeuge. Ein Zeuge. Aber ich möchte ein paar Worte sagen zu dem Eingang, zu dem Denkstil und zu dem, was man nicht immer angenehm ist, zugeschrieben wird. Versteht man das oder ich höre das sehr schlecht? Ja, vielen Dank. Dass viele Sachen provozierend sind. Und mir fällt da spontan, weil du das gesagt hast, ein Wort von der amerikanischen Intellektuellen Catherine Mansfield ein, der mir das auch zugeschrieben hat und die gesagt hat, I shock them, but if they knew how they shock me. Ja? Also das ist auch eine Reaktion der Abwehr von Zudringlichkeit, von moralischer Banalität, sagen wir es einmal so. Also ein auf Distanz halten eigentlich? Ein Distanz halten, ja. Ja. Warum ist diese Distanz so wichtig? Ich brauche sie. Ja, aber ist das eine individuelle Note? Also ich mag jetzt Menschen auch nicht so besonders gern, aber dieses Distanzhalten hat eben diesen Aspekt, dass man sagt, ist irgendwie zu viel, oder ist das auch ein, wenn man so will, ein Instrument, ein Denkinstrument? Na, es ist sicherlich auch ein Denkinstrument. Es ist, ich glaube, es ist, als wir da oben die letzte Zigarette geraucht haben, hat der Herr Taschner, der nicht kommen kann, der mir gerade ein Buch geschenkt hat, hat Valerie zitiert, der gesagt hat, wer nicht frieren kann, soll nicht denken. Ich glaube, wenn man versucht, sich über gesellschaftliche, über soziale Verhältnisse klar zu werden, dann muss man der spinozanischen Maxime folgen. Man muss versuchen, Menschen zu betrachten wie Fliegen. Das ist Spinozisches Maxime. Man darf es nur selber dabei nicht ausnehmen. Also im Akt der theoretischen Reflexion muss man versuchen, die Situationen, auch wenn sie einem selber noch so sehr berühren, muss man versuchen, sie zu distanzieren. Und das macht die gesamte Wissenschaft macht das. Sie macht das sowohl in den Naturwissenschaften, sie macht das am deutlichsten in der Medizin. Ein Mediziner wird beim Gespräch mit einem kranken Patienten, den er operieren muss, wird er sicherlich, wenn er das ist, was man menschlich nennt, Empathie für diese leidende Kreatur haben. Aber in dem Moment, wo er ihn am Operationstisch hat, ist er für ihn ein physikalisches, biologisches, was immer, Objekt. Und in diesem und im Akt des Helfens selber und des Eingriffs selber muss er seine Gefühle, seine Sympathien, seine Antipathien, seine Empathien muss unterdrücken und muss sie rein möglichst objektivistisch behandeln. Das gilt auch, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, in der Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse, weil man immer selber auch Mitakteur ist. Aber das ich finde ja das Interessante an dem Vergleich, weil du sagst, also man muss die Menschen und ihr Agieren betrachten wie Insekten. Ja, die Entomologie, habe ich gesagt, ist das Ideal. Aber besonders wichtig daran ist, dass man
weiß, dass man auch ein Insekt ist. Nicht? Ja, man darf sich selber nicht ausnehmen. Das ist ja die Versuchung an dem Beispiel mit dem Arzt und die führt ja direkt, finde ich, auch in die Frage, wie eigentlich im öffentlichen, gesellschaftlichen Diskurs das passiert. Das Beispiel mit dem Arzt ist ja was anderes, nicht? Weil der Arzt ist gesund in der Situation und der Patient ist krank. Und das ist ja eigentlich, also wenn man das nur so stehen lässt und nicht dazu sagt, dass man sich wie ein Insekt fühlen muss und Insekten anschaut und auch als Arzt wissen muss, dass man selber auch krank ist, dann ist das die Einladung zu dieser moralischen Asymmetrie, die sagt, ich, der Gesunde, betrachte dich, den Kranken, wie ein Insekt. Ja. Deswegen sage ich ja, es ist in den Humanities, ist es ethisch noch schwieriger, weil man immer selbst mit Teil des Geschehens ist, das man betrachtet. Daher ist es noch schwieriger, grundsätzlich, als bei der objektivierenden Betrachtungsweise eines medizinischen Eingriffs zum Beispiel, weil man hier nicht Teil des Geschehens ist, zumindest nicht Teil des zu kurierenden Zustandes. Das ist richtig. Deswegen ist es noch schwieriger. Man muss eben versuchen, wie weit das gelingt, das können immer nur Idealvorstellungen sein. Wie weit das gelingt, ist eine andere Frage. Jetzt, ich versuche den Sprung zu machen zwischen 1991 und 2015, wenn wir jetzt bei der Frage der Einschätzung des Flüchtlings bleiben. Nicht? Also der Flüchtling, der politische Flüchtling, den es quasi bis 1989 gab, dann ja nicht mehr. Es sind ja diese letzten bedauernswerten eigentlich Flüchtlinge aus der DDR, die dann noch irgendwie geflüchtet sind, alles zurückgelassen haben und eigentlich ein paar Wochen später das nicht mehr gewusst hätten. Der war der politische Held, weil er uns auch genutzt hat und weil er für uns nutzbar war, weil er gezeigt hat, dass wir die Überlegenen sind gegenüber dem System, aus dem er fliehen musste, weil es ein böses System ist. Und wir konnten Überlegenheit sein. 2015 hätte man das eigentlich auch so sehen können. Nicht? Man hätte, wenn man es so quasi auch kulturalistisch angeht, sagen können, wir könnten eigentlich auch die Flüchtlinge, die aus Systemen kommen, in denen unsere Vorstellungen des liberalen Rechtsstaates, der Trennung von Religion und Politik nicht quasi geteilt werden, in denen Leute, die säkular sein wollen, verfolgt werden, in denen die zu Opfern von deswegen ausbrechenden Bürgerkriegen werden. Also man hätte die ganzen, die Flüchtlinge aus dem Iran, die geflohen sind vor dem Mullah-Regime, die hätte man eigentlich auch ganz gleich anschauen und nutzen können. Tat man nicht. Da stimme ich da nicht, da kann ich da nicht zustimmen. Darf ich da ein bisschen weiter ausholen? Solange es nicht nur Wenn ja ich und sage, nein. Bitte? Solange es nicht nur ja und nein. Ja, es geht nur ja und nein. Ja. Es ist nur ein etwas gedehntes. Nein. Vielleicht lasse ich es so anfangen. Darf ich mit einem Zitat, das ich auch in diesem kleinen Buch bringe. Ich glaube, es war 1972. Da schreibt der deutsche Soziologe und Sozialphilosoph Arnold Gehlen den Satz, dass es mit der Religion wieder ernst wird, würde man am Aufbrechen kampfbereiter, religiös bestimmter kampfbereiter Fronten erkennen. Davon konnte damals, Anfang der 70er Jahre, seit der ausklingenden Studentenbewegung, zur Zeit des Vietnamkriegs, zur Zeit des Kalten Krieges, keine Rede sein. Alle, und das ist ein Zentralpunkt meiner Überlegungen, alle großen Umwälzungen, Revolutionen, Revolutionsversuche, Entkolonialisierungsbewegungen, seit 1900, das heißt seit dem Boxeraufstand, bis herauf zu den Khmer Rouge in Kambodscha, von der russischen Revolution, über die chinesische Revolution, über die beiden Algerienkriege gegen Frankreich und dann gegen die USA, haben sich nationalistisch, marxistisch, jedenfalls säkular legitimiert. Und die Frontstellungen während der gesamten Zeit des Kalten Krieges war im Kern das Problem, dass, und den zitiere ich auch, der
und das ist natürlich auch eine philosophiegeschichtlich idealistische Zuspitzung, aber als Modell ist das sehr gut gebrauchbar, war es, wie Kojève schreibt, die Konfrontation zwischen zwei konkurrierenden Hegel-Interpretationen. Das heißt, er meinte den ungeheuren Satz, weil ich isoliere, weil es ungeheuerlich ist. Er schreibt das 1946, also knapp vor Beginn des Kalten Krieges 1947. Er sagt, die Geschichte wird den Hegelianismus niemals widerlegen. Es gab zwar nach Hegels Tod, nach 1831, gab es eine hegelische Linke und eine hegelische Rechte. Wobei Hegels Linke bei Kojève nur eine kapriziöse Terminologie für den revolutionären Marxismus ist. Das sagt er, war aber im Grunde genommen alles, was es seither gegeben hat. Und diese beiden, die Frage ist, welche der beiden Interpretationen wird die Geschichte wählen? Ja? Das war die Konfrontation, das war eine säkulare Konfrontation. Das heißt, Liberalismus oder Sozialismus in seiner kommunistischen Variante. Das war der Kern der Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung, jetzt komme ich auf deine Frage mit dem Flüchtling, im Zuge dieser Konfrontation war der Flüchtling aus dem Ostblock ein Zeuge für die Überlegenheit des westlichen Systems, des westlichen liberal-kapitalistischen Systems mit Gewaltenteilung und so weiter. Weil diese Konfrontation die welthistorisch bestimmende war, zumindest unserer Wahrnehmung. Der Flüchtling aus dem Nahen Osten, der beweist in dieser Konfrontation gar nichts. Wenn es auch politisch inkorrekt ist, zu sagen, dass das, was wir pauschalisierend den Westen nennen, nicht erst, wie oft behauptet wird, seit dem Kalten Krieg, denn schon Karl Marx spricht von der westlichen Gesellschaftsordnung in seinen Arbeiten über die britische Herrschaft in Indien, also das ist schon viel älter. Was immer politisch Korrekte heute sagen, wir wissen im Grunde genommen sehr wohl, dass diese, unsere westliche Kultur, der islamischen Kultur überlegen ist. Da gab es nie eine wirkliche Auseinandersetzung darüber. Also der war kein Zeuge für unsere Überlegenheit. Diesen Zeugen brauchte man nicht. Das ist ein entscheidender Unterschied. Weil das war ja eh klar. Das war eh klar. Ja. Könnte man jetzt sagen, in dieser Perspektive, also wenn Kojève sagt, ist nur die Frage, welche Variante, die links-hegelianische oder die rechts-hegelianische, ja, wird die Geschichte wählen, ja, dann hat man irgendwie 89 gedacht, na gut, man hat sich für den Rechts, die Geschichte, ja, der Geschichte hat es gefallen, sich für den Rechts-Hegelianismus zu entscheiden, ja, und Fukuyama hat dann auch beschrieben, warum, das sei dann immer auch das Ende der Geschichte. Aber was passiert eigentlich jetzt? Kann man jetzt sagen, dass sich irgendwie der Links-Hegelianismus und der Rechts-Hegelianismus gegen die Wiederkehr der Religion verbünden? Oder wie ist das? Das ist eben genau das Überraschende. Nicht? Also wenn Fukuyama übrigens knapp vor dem Fall der Berliner Mauer seinen Essay schreibt, The End of History, dann, der ist ja sehr viel dafür sehr viel verhöhnt und beschimpft worden und. So wie ich ihn gelesen habe, ist der Kern seiner Aussage, das Buch danach habe ich viel schlechter gefunden, weil er da wirklich das dass die westliche Demokratie sich weltweit verbreiten wird und damit ist die Geschichte sehr im Wesentlichen zu Ende. Aber wenn man ihn sehr benevolent interpretiert, dann kann man sagen, der richtige Kern seiner These ist, dass natürlich nicht die Geschichte am Ende ist, dass die Geschichte als Ereignisgeschichte weitergeht. Das wusste natürlich auch Fukuyama, das wusste auch Kojève, von dem er stammt. Das wusste auch Arnold Gehlen, der schon in den 50er Jahren von Post-Histoire gesprochen hat. Was zu Ende gegangen ist, und da hat er recht, was zu Ende gegangen ist, sind die sinn- und troststiftenden Funktionen der hegel-marxistischen Geschichtsphilosophie. Und eine andere gab es in den letzten, eigentlich gab es eigentlich nicht. Das ist aus. Es ist diese Betrachtung, diese
diese Betrachtung, diese vektorelle Betrachtung der Geschichte, dass sie auf ein Telos, auf einen befriedeten Endzustand zugehen werde, das ist vorbei. Und das, was mit, wofür symbolisch dann wieder das 9-11 steht, da werden auf einmal, da wird auf einmal die Militanz von Religionen in einer Weise sichtbar, die nicht mehr übersehen werden kann. Das ist das, dass das wahrscheinlich virulent immer schon da gewesen ist, lange schon. Ja? Aber eigentlich unter, zumindest meiner, aber ich glaube sehr vieler westlicher Intellektueller, die ich gelesen habe, wurde das in seiner ganzen potenziellen Wucht nicht erkannt. Natürlich gab es, heute weiß man wusste immer schon, es gab den Taiping-Aufstand in China, der hat 30 Millionen Tote gekostet. Kein Mensch weiß heute, was das bei uns war. Es gab das Mahdi-Aufstand in Sudan, das ist eine romantische Geschichte, wo noch der junge Churchill war. Das gab's alles. Sicherlich waren auch war der Algerienkrieg der erste auch schon religiös untergefuttert. Aber seit der Revolution der Mullahs, jetzt genau vor 40 Jahren, 1979. Aber das, würde ich vorher sagen, das wäre doch der eigentliche Wendepunkt. Also ja. 9-11 ja, ist ja dann quasi quasi der vorläufige Endpunkt einer Geschichte, einer Veränderung auch, die doch wesentlich 79 begonnen richtig. Hat. Der wesentliche Punkt ist 79. Nur, wie man das wahrnimmt, das sind immer Zeitverläufe. Wo man die Zäsur ansetzt, das ist ein sehr gutes Buch erschienen, dass darauf hinweist, dass die großen Wenden nicht 89 gewesen sind, sondern genau 10 Jahre vorher, 79. Da stimmt, das ist der deutsche Herbst und das ist die iranische Revolution, das ist der sogenannte Neoliberalismus, auch ein sehr fragwürdiges Wort. Also das, natürlich zieht sich das über einen Zeitraum hinweg. Aber der eigentliche Einbruch, hast du recht, das ist 79 gewesen, das war 79. Und seither nehmen in der Wahrnehmung auch, und in der Realität, aber auch in der Wahrnehmung, nehmen islamistische Bewegungen rapide zu. Und das meine ich, dass das neu ist. Dass es neu ist, dass lange Zeit wurde Modernisierung und Säkularisierung als Prozesse praktisch, waren das praktisch synonyme Begriffe. Umso moderner, das heißt technologisch moderner, produktiver eine Gesellschaft wird, umso weniger werden die traditionellen Großreligionen Zuspruch erlauben oder ihre politischen Potenziale realisieren. Und das wird immer mehr, das rinnt sozusagen aus. Und das ist heute vorbei. Also wissen wir, dass Modernisierung, technologische Modernisierung und Säkularisierung auseinanderlaufen können. Ja? Und das ist eine welthistorisch neue Situation. Und das finde ich äußerst beunruhigend. Auf die wir irgendwie auch in der Betrachtung, also wie soll man sagen, wir haben da offensichtlich einen sektenkundlichen Aufholbedarf auch nicht in dieser Frage. Ja. Weil das könnte ja eins der Probleme in der Diskussion auch über Fragen wie internationale Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, Integrationsfragen sein, dass wir diese neue Lage, die es mit 79 gab, dass wir ja eigentlich immer noch die mit den alten insektenforscherischen Begriffen betrachten und eigentlich noch nicht so richtig verstanden haben oder nicht dazu in der Lage sind, in der Diskussion diese relativ leicht eingrenzbaren, und da kommt jetzt für mich ein Aspekt dazu, und dann letztendlich sogar auch geografisch zuordnenbaren Konfliktfelder, Frontlinien, wie es, glaube ich, wie du gesagt hast, bei Gehlen hieß, abzustecken. Das heißt, diese unterschiedlichen Ideologien, die Auseinandersetzung zwischen zwei Geschichtsphilosophien letztendlich, die beide, die eins gemeinsam hatten, nämlich ein Telos, sozusagen einen Endpunkt, ja, auf den das vektoriell zuläuft, dass dieser Gegensatz nicht mehr existiert, sondern möglicherweise das asymmetrisch wird und sagt, da kommen jetzt, und zwar auch nicht mehr geografisch in zwei Blöcke geteilt,
sondern immer stärker auch in den Gesellschaften. Es ändern sich sagen die Frontlinien, die sind nicht mehr, wenn man so will, vertikal in einem quasi auf ein Ende gerichteten Geschichtsverständnis, sondern horizontal. Mit denen kommt man noch nicht so ganz zurecht. Ich weiß nicht, ob ich auf deine Frage jetzt mit Ja und Nein antworten kann. Oder überhaupt vernünftig darauf reagieren. Aber es bringt mir auch folgenden Gedanken. Ich denke und fürchte, dass ich damit recht habe, dass in dieser Situation heute unsere zentralen politischen Ordnungs- und Zuordnungsbegriffe und Kategorien nicht mehr wirklich greifen. Also um es sehr plakativ zu sagen, ich glaube nicht, zum Beispiel die Links-Rechts-Zuordnung, ich glaube nicht, dass die Sitzordnung, in der noch von Ludwig dem 16. Einberuf von einer Ständeversammlung 1789, da saß der Hochadel und die hohe Klerus saß rechts und der dritte Stand, der saß links, dass diese Kategorisierung noch sehr gut brauchbar ist, um die Verhältnisse jetzt im Beginn des 21. Jahrhunderts zu geben. Mir fällt ein, mir wird sehr gut deine Sendung gefallen letzten Donnerstag mit dem Henrik Broder. Und ich habe sehr gelacht, weil mit dem verbindet mich einiges. Wir sind uns zwar nie persönlich begegnet, aber eben in der Hürtlitschka-Affäre vor 25 Jahren haben wir mit ihm Klingen gekreuzt. Aber ich habe sehr gelacht, als er gesagt hat, der Broder, der linke jüdische Intellektuelle, der wird heute als rechts angesehen, rechts, erst rechts, aus zwei Gründen. Erstens, weil er den Islam kritisiert und zweitens, weil er nicht an die Anthropogenität des Klimawandels glaubt. Ja, das muss man sich vorstellen. Er glaubt nicht, das mag ja falsch sein, ich weiß es auch nicht, ja. Aber er glaubt nicht an die anthropogene Ursache des Klimawandels. Karl Popper hat noch in den 80er Jahren, als es eine große Aufregung um das Ozonloch gegeben hat, hat er auch gesagt, wer weiß, wie lange gibt es schon Satellitenbeobachtungen, wie lange das ist. Das geht wieder auf, geht wieder zu. Das war damals eine Riesengeschichte. Ja. Hat man sich aufgeregt, aber hat man deswegen gesagt, Popper, der Säulenheilige des Liberalismus, ist einer der bedeutendsten Wissenschaftstheoretiker, ist deswegen rechts. Albert Einstein, hat bis, einer der wahrscheinlich größte, vielleicht der größte Physiker des 20. Jahrhunderts, hat bis zu seinem Tod nicht an die Richtigkeit der Quantenphysik geglaubt. Zumindest nicht an ihre Kopenhagener Deutung. Was ist rechts? Das ist vollkommen absurd, aber trotzdem ist es eine Zuschauer, wenn man heute den Islam kritisiert, oder die ja zum Sonnenloch glaubt, ist man rechts. Das Zweite, er kritisiert den Islam. Es ist ein klassischer Topos der Linken, ist die Religionskritik. Die katholische Kirche, die protestantische Kirche, die weniger, aber vor allem die katholische, das zu kritisieren, ist eine linke Position. Den Islam zu kritisieren, ist aber eine rechte Position. Also, das wird dann jemand auskennen. Ja? Konservativ, auch sein Begriff. Ja? Viele werden sich daran erinnern, in den frühen 80er Jahren war das späte Politbüro der KPDSU unter Brezhnev, dann gesagt, wir sind Konservative. Zur gleichen Zeit war der Helmut Kohler konservativ. Also das ist noch irgendjemand auskennen. Die Begriffe kommen vollkommen ins Schwimmen. Ich glaube, dass die ganzen Begriffe nicht mehr wirklich nicht mehr greifen für die Philosophie. Es gibt Zuschreibungen, die aus... Ich habe eine Frage, seit wann eigentlich? Weil ich höre das ja oft und es wird auch oft diskutiert und interessant ist immer die Formulierung, diese Begriffe sind nicht mehr dazu in der Lage, unsere Wirklichkeit zu beschreiben. Und das nicht mehr, das beinhaltet ja schon, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt sie schon dazu in der Lage waren. Wann war der Zeitpunkt? Ist das auch 89? Ist das mit dieser Konfrontation aus? Also man sagt,
rechts ist sozusagen quasi der liberaldemokratische Westen, links ist der Kommunismus, auch komisch eigentlich. Ja, also wann hat das aufgehört? Gleich nach der französischen Nationalversammlung oder gab es da noch eine Zeit, wo das funktioniert hat? Also natürlich ändern sich die, ich meine, wenn wir gerade von 1789 gesprochen haben, nicht? Die Linke war der dritte Stand, war das Bürgertum. Nicht? Und der Ludwig XVIII war dann, die Rechte war dann Chateaubriand. Das war ein romantischer Katholik, das war die Rechte. Und die Linke, das waren die Liberalen, das war Benjamin Constant, das war ein Liberaler, klassischer Linke war ein Liberaler. Im Grunde genommen hat diese Zuordnung so lange Sinn, als beide Begriffe in einem vektorellen Geschichtsverständnis sich etablieren. Ja? Man kann versuchen, diesen Begriff links und rechts zu retten, indem man Folgendes sagt. Aber das ist der Versuch, das gefährlicher Versuch vor Publikum. Das habe ich nicht vorher gedacht. Man kann sagen, jede bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft steht vor zwei im Grunde genommen einander widersprechenden Stabilitätsimperativen. Das eine Imperativ, das ist ein Versuch jetzt, ja, ich kann mich jetzt verirren, der eine Imperativ ist Akkumulationsimperativ. Akkumuliert, das ist Moses und die Propheten, das heißt dann, wie es bei Marx heißt. Ja. Der andere Imperativ ist der Distributionsimperativ, die Verteilung, eine möglichst Gleichverteilung, eine möglichst Isonomie, auch materiell. Im Grunde genommen widersprechen die beiden einander. Ja. Beide sind notwendig. Wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, das ist die widersprüchliche jeder dieser Geschichten, dann gibt es Brösel. Ja? Würdest du dann das Synonym nehmen mit Individualismus und Kollektivismus? Wo das nämlich dann auch wieder so begriffliche Widersprüche führt. Ich würde also sagen, man könnte jetzt sagen, darauf kann man sich nominalistisch einigen, die Position, die das Akkumulationsgebot vertritt, ist eher die Rechte, die bürgerliche Rechte, nicht rechtsradikale, sondern die Rechte. Die für Standortpolitik und so weiter und so fort. Also niedrige Löhne. Die andere Seite ist die Linke, ist die gewerkschaftliche Linke. Im Extrem die syndikalistische Linke. Wenn man sich auf diese Terminologie geeinigt hat, kommt man aber zu dem raschen Ergebnis, dass auf einmal die Konservativen die Progressiven sind. Und die Linke sind die Konservativen. Denn die beruhigen eher das Gesellschaft, wenn die anderen dynamisch sind. Also es ist, auf das kann man versuchen, sich zu einigen. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass diese beiden Begriffe, es gab ja auch diese Begriffe links und rechts eigentlich nicht vor der Französischen Revolution. Die gab es früher nicht. Ja? Und sie gab es auch nicht in der gesamten klassischen politischen Philosophie. Das gab es nicht. Es gab Demokraten, es gab Monarchisten, es gab also in der klassischen Demokratie. Aber von der Links-Rechts-Ordnung war, weil sie ein zyklisches Weltbild hatten. Ja? Also meine Frage war vorher, ist das, was ja auch eine relativ klassische Begriffszuschreibung ist für rechts und links, ist das synonym für individualistisch für die eher rechte Position und kollektivistisch für die linke oder ist das nochmal was anderes? Ja, das ist anders. Die radikale Linke, nämlich die Linke eines Bakunin, eines Kropotkin oder auch eines Stirner, die ist extrem individualistisch. Im Sinne von, also aber dann eher die anarchistischen Varianten. Ja, nicht dann. Ja. Die wurde aber von der marxistischen Linke immer als Linksabweichung. Also der Punkt ist der. Oder vielleicht kann man auf diese Weise aus diesem Schlamassel nicht rauskommen, sondern ein bisschen damit umgehen. Man muss sehen, dass alle politischen Begriffe,
Ich glaube sogar, dass das weit über die politische Begrifflichkeit hinausgeht, sondern dass das für den ganzen Bereich der Geisteswissenschaften, der Humanities gibt, dass alle Begriffe polemische Begriffe sind. Polemische Begriffe in dem Sinne, dass sie ihre Kontur überhaupt nur erst bekommen durch das, was sie negieren, wogegen sie stehen. Ja. In einer politischen Auseinandersetzung ist das selbstverständlich. Zu bestreiten, halt das Wort Polemik ist meistens so etwas wie ein Schimpfwort, ja, also Polemiker. Das Abstreiten des Polemischen, der polemischen Dimension in einer Behauptung gehört selbst mit zur Polemik. Indem man sich auf eine, das kann man bei den verschiedensten, improvisiere jetzt, ja, der Vernunftbegriff. Ja. Es ist etwas vernünftig. Und damit appelliert man an eine behauptete, objektive Vernunft. Niemand geht heute so weit zu sagen, ja, das sind tatsächlich sowas wie die Existenzort platonischer Ideen. Aber die Vernunft ist etwas, was uns alle verbindet. In Wirklichkeit gibt es das nicht. Es gibt nur Menschen, die denken. Und indem ich mich auf die Vernunft beziehe, objektiviere ich meine subjektive Position und verleugne ihre polemische Spitze. Um daraus zu kommen, muss man, glaube ich, sehen, dass alle Begriffe sich immer nur definieren in einem Gegenüber. Und insofern kann der Begriff links und rechts in einer bestimmten konkreten Position durchaus seine Werte haben. Aber man darf ihn nicht hypostasieren, man darf ihn nicht sozusagen festschreiben. Jetzt gibt es ja so ein... Konservativ, ich will noch bei den Konservativ bleiben. Ja? Was ist er heute als Konservativer? Nicht? Na du zum Beispiel. Ich? Weiß nicht. Nein, ich glaube, ganz ernst, ich glaube, dass Konservativ, ja, eigentlich, das ist, wenn man es als politisch tragende Ideologie sieht, war das die Position des grundbesitzenden Adels. Und insofern gibt es keine Konservativen mehr. Zumindest als relevant. Aber in der Sowjetunion gab es welche, nicht? In der Journalistik, ja. Ich, kurz anekdotisch. Also ich habe irgendwie gestern mit jemandem gesprochen über unser heutiges Gespräch. Und da waren wir waren zu dritt und zwei Leute beginnen plötzlich einen Dialog und der eine sagt dann, mit dem Burger bis zum Morgen da irgendwie zum Gespräch, sagt der eine zu mir, glaubst du eigentlich, dass der Burger ein Rechter ist? Und sagt der andere, nein, ist doch ein Nihilist. Sagt der andere, nein, ist doch ein Nihilist. Also was jetzt? Darf ich was über den Nihilismus sagen? Sicher. Ja. Es gibt dieses berühmte Bild, und verzeihen Sie, wenn ich das, Sie kennen das alle, aber ich möchte Ihnen daran erinnern, dass der berühmte Frontispiz von Thomas Hobbes, Leviathan, da ist ein ganz berühmtes Bild, und ich bedauere, dass wir das jetzt hier haben können, also dass man das zeigen könnte. Das zeigt in der oberen Bildhälfte einen großen Menschen, der aus unzähligen vielen kleinen Menschen gebildet ist. In der rechten Hand hat er ein Schwert, in der linken hat er einen Bischofsstab. Darüber steht ein Spruchband: Non est potestas super terram quae comparetu ei. Keine Macht auf Erden ist größer als er. Spruch aus Hiob. Und darunter ist ein Triptychon, aber das braucht man nicht eingehen. Dieses Bild ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen so vertraut, dass die nihilistische Radikalität dieses Bildes gar nicht mehr wirklich bewusst ist. Ich sage bewusst die nihilistische. Und zwar deshalb nihilistische, denn der Himmel über diesen großen, riesigen Menschen, die wir da haben, ist leer. Und der schaut auch nicht hinauf, um da irgendwelche
platonischen Ideen oder einen aristotelischen Nous oder eine göttliche Offenbarung zu erkennen, sondern er schaut ernst direkt auf den Betrachter des Bildes. Was das Bild aussagt, ist, neben vielen anderen, der Himmel ist leer und wir sind allein. Und nur wir selber, wie wir hier sind, können versuchen, eine Ordnung zu bilden, wo wir uns nicht gegenseitig umbringen. Das ist dann, wie er sagt, der Leviathan, der große. Das große und deswegen so, auf diesen, Moment, das Telos der, der Aufklärung, es wird halt so viel von Aufklärung geredet, der Islam braucht eine Aufklärung, wir müssen wieder auf die Aufklärung und so weiter. Die Aufklärung war natürlich ungeheuer vielschichtig. Es gab Theisten, es gab Gläubige, es gab die Religionskritik war der Kern. Ja? Aber das Telos, der wirkliche, ist nihilistisch. Nihilistisch in dem Sinne, dass es keine objektive, durch eine Offenbarungsreligion oder durch metaphysische Spekulation erkennbare, objektive, normativ verbindliche Seinsordnung gibt. In diesem Sinn bin ich Nihilist. Nihilist nicht ist, normalerweise wird der Wort, Nihilist wird oft selbst ein hochgebildeter Mann wie Camus, schreibt von den russischen Anarchisten und Terroristen der 80er Jahre, von den Nihilisten und sagt, dass das Wort sei von Turgenev in Väter und Söhne. Das ist falsch, das stimmt nicht. Das waren überhaupt keine Nihilisten. Das waren Idealisten, die selbst, sogar sich selbst geopfert haben, um etwas zu zerstören zum Beispiel. Auch das ist ja ein normativer Anspruch. Vielleicht damit etwas Neues entstehen zu lassen. Das erste Mal, dass der Wort Nihilismus auftaucht, ist ein Vorwurf von Jacobi an Fichte. Er schreibt an Fichte, Sie mögen Chimerismus nennen, nämlich eine Einbildung, was ich als gläubiger Mensch repräsentiere. Ich nenne Sie, der Sie einen transzendenten Gott abnegieren, einen Nihilisten. Da taucht das erste Mal auf. Und insofern ist praktisch ist das Delos der Aufklärung, wie gesagt, ist Nihilismus. Und so, ja. Nicht, weil ich was zerstören will, ganz im Gegenteil, ja? Sondern weil ich nicht glaube, dass es so etwas gibt, was die ganze Geschichte hindurch, und das ist das eigentliche große welthistorische Ereignis der Aufklärung, dass es so etwas gibt wie eine normativ verbindliche Substanzmetaphysik, die man erkennen kann für das richtige Leben, für das richtige Leben des Einzelnen und für die richtige Ordnung der Gesellschaft. Das ist absolut neu. Die griechische Polis, war dann in Ordnung, wenn sie kosmosanalog war. Die mittelalterliche Ordnung, der mittelalterliche Order war das Gemeinwesen dann in Ordnung, wenn es der Stufenordnung des Seins entsprochen hat, ja? Die man erkennen konnte. Das ist weg. Das ist das Eigentliche, das ist das Ungeheure, das ist das, was ja auch der Kern dessen, was Nietzsche in dem berühmten Aphorismus Nummer 25, Gott ist tot, meint. Ja? Das gibt es nicht mehr. Ja, sind wir da. Gott ist tot, heißt nur der Himmel ist leer, nicht? Ja, wir sind allein. Ja? Und jetzt, um auf unsere Migrationsgeschichte gekommen, viele halten das, und das ist es vielleicht auch, in gewisser Weise natürlich ist es, für einen ungeheuren Verlust. Ja? Aber es ist auch eine enorme Befreiung. Es ist eine wirkliche Befreiung. Ja? Und mit dieser Freiheit muss man umgehen. Mit dieser Freiheit muss man umgehen und muss versuchen. Und ich glaube halt, dass das, was, das kann ich mich irren, dass zumindest was da bisher am besten erreicht wird, ist die westliche Form der Vergesellschaftung mit repräsentativer Demokratie. Ja? Mit einer gebrochenen Demokratie. Der Ausdruck, dass einerseits, ja, das wird dann so weiter, aber
Aber wenn in diese Ordnung ein großer Teil der Gesellschaft auf einmal eindringt, ja, der diesen Prozess nicht mitgemacht hat, dann gibt es Bröseln, wie du vorher gesagt hast. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Ja. Das heißt, wir haben es eigentlich ganz gut gelernt, mit dem leeren Himmel zu leben. Wir haben in den ein paar Auslagen gestellt und andere Dinge, die irgendwie so einen quasi Surrogatcharakter haben, weil mit dem leeren Himmel, mit diesem Bewusstsein, jeden Tag, jede Stunde zu leben, fällt den meisten von uns ja doch auch schwer. Und darum hängen wir den Himmel mit Geigen und Schaufenstern und anderen Dingen voll. Aber wir haben dieses Surrogat geschaffen in dieser liberalen Demokratie, in der es irgendwie so Ausgleichsbewegungen gibt. Und diese Gesellschaft ist jetzt konfrontiert mit einem immer größeren Teil an Mitgliedern, nämlich jedenfalls rechtlich Mitgliedern, die das ziemlich anders sehen, und es gibt die Bröseln. Wie schauen diese Bröseln denn eigentlich aus? Naja, zum Beispiel, dass ich, und das fürchte ich eigentlich mehr als, sehr verkürzt jetzt gesagt, als große gewalttätige Auseinandersetzungen, die es auch gegeben hat, bei uns im Land ja zum Glück nicht, aber in Frankreich und in Spanien, in Aldocha und in Frankreich und in Großbritannien und in Deutschland. Das ist nicht das, was ich fürchte. Also, was ich fürchte, ist das schleichende Nachgeben in dem, was man so, was Lebensformen betrifft, was unsere säkularen Befindlichkeit betrifft, das fürchte ich. Ja, es gibt das fängt lang klein an. Ja, deswegen, es mag lächerlich sein, wenn man sagt, es ging für Kopftuchverbot. Man kann sagen, was ist denn schon, wenn eine Frau ein Kopftuch hat? Haben andere Frauen auch gehabt. Es ist ein Signal, es ist ein Symbol. Es ist ein Symbol für sehr viel, was dahinter steht. Und das beunruhigt mich. Nicht nur mich, sondern auch viele Leute. Ja? Die alten Griechen hatten für das einen eigenen Begriff, das Sorites-Paradoxon. Ja? Das Sorites, was ist? Wie viele Sandkörner braucht es, damit es einen Sandhaufen gibt? Einen? Zwei? Drei? Vier? Wann? Das ist noch kein Sandhaufen. Aber irgendwann ist es ein Sandhaufen. Das Wienerische hat dafür einen schönen Ausdruck, nämlich Zitzelweiß. Es geht Zitzelweiß. Da ein bisschen was und da ein bisschen was und dann. Und. Also keine, wenn man so will, Aggression, sondern so doch, quasi eine freundliche. Doch. Aggression muss ich nicht. Ja, es ist ein. Es ist ein aggressives Eindringen in eine säkulare Gesellschaft, die damit schwer umgehen kann. Ne? Ohne ihre eigenen Prinzipien wieder zu verraten. Das ist das Problem. Das Kopftuchverbot ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist das Problem. Nicht? Wie gehen wir mit den Konflikten um zwischen, also wenn man dann sagt, es ist der Beweis dafür, dass wir die Besseren sind, wir wissen ja irgendwie doch, dass unsere Kultur, nämlich die westlich-liberal-demokratische Kultur, sagen, dieser Kultur, die du gerade beschrieben hast, überlegen ist. Aber das, wenn wir beginnen, zum Beispiel Dinge wie Kopftuchverbote auszusprechen, gibt es natürlich das Argument, das nicht von der Hand zu weisen ist, zu sagen, aber dann genau damit sagen, quasi verraten wir ja unsere Überlegenheit, weil wir eben auch dann sagen, in diese normative Schiene gehen und nicht die individuellen Freiheitsrechte gewähren, für die, auf die wir doch stolz sind und auf die wir unter anderem unser Überlegenheitsgefühl bauen. Nicht? Das ist das Problem, ja, das ist das Problem. Und deswegen, ich finde es interessant, weil der Michel Houellebecq wurde ja zum Teil viel gescholten und auch viel gelobt für diesen letzten Roman, nicht Serotonin, sondern Unterwerfung. Und was ich am interessantesten fand, ist zu lesen dann irgendwann, ich wusste es, dass das eigentlich er einen anderen Titel wollte für diesen Roman, und der hätte lauten sollen Bekehrung.
Und das finde ich deswegen interessant, weil es vielleicht das beschreibt, was du sagst, dass die Unterwerfung unserer Vorstellungen, da kommt jetzt irgendwie eine militärische Aggression, es kommen gewaltsame Auseinandersetzungen, ist es gar nicht, die Gefahr ist eher die Gefahr nicht der Unterwerfung, sondern der Bekehrung, dass man irgendwann sagt, naja, das kann man schon und irgendwann so quasi fließt es. Es ist nicht die Nachgiebigkeit, sozusagen, was ist denn schon dabei, kann man denn ein bisschen. Nein, es ist ja was anderes. Das sieht man ja an den Extremfall von Jugendlichen, die noch sehr beeinflussbar sind und orientierungslos sind, die dann zum Beispiel sogar, jeder sagt, ich mache mit zum IS zu gehen. Ja? Das ist ja auch ein enormes Sinnangebot. Also diese Lehre, ja, die, wenn ich sage, das Delos der Aufklärung ist der Nihilismus, ja, und du sagst mir recht, mit dem kann man schwer leben. Ja? Und wir haben alle Ersatzhandlungen, ich alle. Ja? Also das sage ich ja jetzt als Analytiker. Und wie ich gesagt habe, ich bin ein sehr sentimentaler Mensch in Wirklichkeit. Und ich weiß um das Verlockende, um das Tröstende, um das Wärmende von solchen sinnstiftenden Ideologien. Und wir haben das ja auch in der, im, und das ist eine Passage in dem Heftchen, da mehr ist das ja nicht, gehe ich darauf ein, dass wir diese Kritik an der Modernität auch selber machen, ja, in das, was man fundamentalistischer Philosophie nennen könnte. Und ich sehe da diesen berühmten Vers von Däubler, den der späte Karl Schmidt später immer wieder zitiert, der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Und er wird uns für ihn zum selben Ende hetzen. Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Das, was religiöse Fundamentalismen heute an Sinnversprechen artikulieren und Anhänger finden, das haben wir in der säkularen westlichen Philosophie ja auch, in anderer Form. Nicht? Und zwar auf links und rechts. Der frühe Georg Lukács, der Marxist Lukács, sagt, redet von der transzendentalen Obdachlosigkeit des Menschen. Der späte Heidegger in seinem berühmten Spiegel-Interview sagt, nur noch ein Gott kann uns retten. Also dieses Lamento an der Sinnlosigkeit, das ist sie ja, die Sinnlosigkeit der modernen Welt, ja, gegen das muss man versuchen, sich spröde zu machen. Ja. Und deswegen schreibe ich auch diesen provokanten Satz gegen die gesamte Lamento der Kapitalismus- und Möglichkeitskritischen, kulturgedreht geschrieben ist, Entfremdung ist eine Emanzipationskategorie. Ja? Das ist ein sehr kaltes Programm. Ja? Aber es ist eine Warnung vor den Wärmestuben der Sinnstifter, ja? Die ich im Grunde für gefährlich halte. Also wir hatten diese Sinnstifterei auch im säkularen Zusammenhang. Und deswegen kann man sagen, der Feind, der uns heute entgegentritt in islamistischer Gestalt, ist unsere eigene Frage. Jetzt sind aber ja nicht alle Muslime, die zuwandern, Islamisten und Salafisten und religiöse Fundamentalisten, aber was man wahrscheinlich sagen kann, dass es in diesen Communities eher die konservativere Auslegung des Islam dominiert, das kann man wahrscheinlich empirisch sagen. Und die Frage ist dann ja trotzdem, was könnte denn Politik irgendwie leisten, um sowas wie Verständigung herzustellen? Das ist ja auch die Frage, die Integrationspolitik für sich hat. Wie glaubt man zum Beispiel, wenn man sentimentaler Nihilist ist wie du, glaubt man sowas wie Integration? Geht das? Das weiß ich nicht. Zunächst, glaube ich, muss man sich einmal, das ist alles unter Ehrtums Vorbehalt, zunächst, glaube ich, muss man sich einmal um die ganze Dramatik der Situation klar werden. Man sagt, der Islam müsse, also ich bin kein Islamkenner, aber ich habe mich versucht, einigermaßen einzulesen oder zu lesen. Das wesentliche Problem scheint mir zu sein,
und das weiß ich alles sozusagen sekundär als von David Lamb und von Bernard Lewis und von diesen großen Islamkennern, dass sie sagen, dass der Islam ist, und zwar nicht nur in seiner fundamentalistischen Ausprägung, der Islam ist Politik. Im Christentum gab es bei allen Überschneidungen und bei allen Verdingungen, es gab immer zwei Gewalten. Es gab immer zwei Gewalten. Sacerdotium und Regnum. Modern gesprochen, Kirche und Staat. Es gab immer zwei Gewalten. Es gab Papst und Kaiser. Ja, es gab immer zwei Gewalten. Das war nie konfliktfrei. Aber es gab immer dieses Versuch. Das gibt es im Islam nicht. Das gibt es nicht. Es gibt die Ulema. Aber es gibt diese beiden Gewalten nicht. Und zu sagen, die sollen eine Aufklärung haben, das Militantwerden des Islam ist unter anderem auch darauf zu führen, dass er genau mit der Aufklärung konfrontiert wurde. Es ist auch ein Reaktionsphänomen. Dieser Nachfolger, oder intellektuelle Nachfolger von Albana, von dieser Saint Kurp, der war ein westlich aufgeklärter Mensch, der hat reagiert auf das, was er in Amerika gesehen hat. Ja? Und hat sich dadurch realisiert. Und dann haben wir vergessen, die europäische Aufklärung, das kann man nicht so verordnen. Das war ein langer Prozess. Mhm. Der hat vorausgesetzt muss man sehen, dass das Ganze entstanden ist, die europäische Armee, aus den fürchterlichen Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts. Es ist gesagt worden, und ich finde überzeugend, dass der europäische Rationalismus des 17. Jahrhunderts und dieses heroischen Zeitalter des europäischen Rationalismus, eines Hobbes, eines Spinoza, eines Pufendorf, eines Descartes, die Reaktion weder theologisch noch militärisch lösbaren konfessionellen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts waren. Es ist sogar gesagt worden, und ich finde überzeugend, was die gesucht haben, das geht bis in die kartesianische Erkenntnistheorie. Ja? Eine Denkweise, die aus diesen hermeneutischen Bürgerkriegen, wie man sie genannt hat, ja, auf die richtige Auslegung eines Textes, ja, dass man da herausfindet. Ja, dass man More Geometrica, das mathematische, rationalistische Denken des 17. Jahrhunderts, das war die Reaktion auf die Konfessionskriege. Die Aufklärung setzt ihrerseits diesen Rationalismus wiederum voraus. Und diese eine Rehabilitation der Sinnlichkeit, wie man gesagt hat. Das heißt, es ist ein langer Prozess. Das ist auch nicht über Dialoge gegangen, sondern das war ein sehr gewalttätiger Prozess. Die Kirche hat das versucht zu verhindern, die hat ihre eigenen Ketzer verbrannt, die andere. Atheismus war noch, Fichte verliert seinen Lehrstuhl, das war Ende des 18. Jahrhunderts, also schon nach der Französischen Revolution, weil man ihm vorgeworfen hat, er sei Atheist. Also das war Ende des, das war schon am Ausgang der aufgegangen. Ja? Also es waren sehr, sehr langwierige, schwierige, auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Und das soll man jetzt bei einem Wertekurs nachholen, dass ich nicht lache. Ja? Das Einzige, was man vielleicht machen kann, und das klingt auch wieder sehr brutal, ist das für Sie nachholen zu lassen, aber das ist jetzt keine politische Empfehlung, sondern das ist ja fast versuchen, deine Gedanken aufzugreifen und deine Frage zu beantworten ist, nämlich die Individualisierung und die tendenzielle Zerstörung von Gemeinschaften, die der moderne europäische Kapitalismus betreibt, sie zu zwingen nachzuholen. Also genau diese Entfremdung, also genau das, worüber das modernitätskritische Lamento bei uns sein Motiv hernimmt, nämlich Vereinzelung,
Individualisierung, Entfremdung, das zu fördern. Das heißt, eigentlich ging es nicht um ein Integrations-, sondern um ein Entfremdungsprogramm. Ja. Müssten wir vielleicht mal vorschlagen im Integrationsministerium. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, weil wir in der Zeit relativ fortgeschritten sind, Sie einladen, Fragen an Rudolf Burger zu stellen. Es gibt, glaube ich, ein Saalmikrofon. Ich bitte Sie um ein Handzeichen, wenn Sie eine Frage haben. Ich wäre nicht undankbar, wenn es wirklich Fragen wären. Ja, bitte. Gut. Ja, vielen Dank, war ein sehr interessantes Gespräch. Rudi, mir ist gerade ein Gedanke eingefallen und da wollte ich dich fragen, ob ich damit vielleicht, ob das stimmen könnte. Die Frage des Wiedererstarkens der Religion, habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es daran, also auf diesen hegelischen Kampf zwischen Herr und Knecht, der Kampf um Anerkennung und dass diese islamischen Staaten, die ja bis heute, also seit Avicenna und Ibn Rushd, den großen Philosophen im 11. Jahrhundert, wo sie noch Aristoteles übersetzt haben für uns, quasi nichts mehr zustande gebracht haben. Und jetzt kommt dieser Minderwertigkeitskomplex und gleichzeitig der Kampf um Anerkennung im Westen, den wir ihnen nicht gegeben haben. Und dass sie aus diesem Minderwertigkeitskomplex eben dann das Göttliche gesetzt haben, das sie wieder stark macht. Kann man das? Ist das ein Gedanke, der... Ja, aber wenn das so ist, ist es ja ein Problem. Nicht? Aber wäre das eine Erklärung? Bitte? Wäre das eine Erklärung für das Wiedererstarken der Religion? Wäre das auch ein Gedanke einer Erklärung? Es geht um Anerkennung, oder? Es geht ja um Anerkennung. Naja, also da müssen wir jetzt in die Realgeschichte gehen. Ich meine, die erste große Demütigung war sicherlich, das wissen andere besser als ich, natürlich war das eine sehr selbstbewusste, eine geopolitisch äußerst erfolgreiche religiös-kulturelle Bewegung vom 7. Jahrhundert bis ins Mitte des 16. Jahrhunderts heraus, ne? Bis dann eigentlich vor Wien, dann könnte man sagen. Und zwar rapide, ja, unheimlich rasch entstanden. Und seitdem geht es sukzessive bergab, ein großer, machtpolitisch, Demütigung war sicherlich die napoleonische Expedition nach Ägypten, nicht? Aber man vergisst auch, wie stark und bestimmend diese Kultur noch war, bis ins 19. Jahrhundert herauf, nicht? Ich meine, und bedrohlich, das Mittelmeer wird eigentlich erst von den Amerikanern Anfang des 19. Jahrhunderts, wird Algier. Das waren sklavistische Gesellschaften, um wieder auf Hierarchien zu kommen. Ja. Das waren sklavistische Gesellschaften bis ins 19. Jahrhundert herauf. Und natürlich, der Zusammenbruch dann des Osmanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg, nach 1918, natürlich wird das aus Demütigung erlebt. Nicht? Und man hat da alles Mögliche versucht mit nationalistischen und mit marxistischen Bewegungen. Aber Gottes Willen, das ist ja ein Problem. Nicht? Ja, bitte. Danke. Georgiev ist mein Name. Sehr geehrter Professor, Sie haben erwähnt oder gesagt zum Schluss Ihrer Rede, Ihre Gedanken mitgeteilt, dass die Aufklärung seinerzeit eine gewisse Zeit gedauert hat, nämlich 1, 2 bis 3 Jahrhundert, je nachdem, wie man das einschätzen kann oder abgrenzt.
Ihrer Meinung nach, wie viel Zeit haben wir heutzutage, 2019, in einer Welt mit 7,6 Milliarden Menschen, Zahl explodierend, Weltressourcen, von dem das wichtigste Basis für Dünger, nämlich das Erdöl, schon ziemlich dezimiert ist, und in einer Welt, wo Schnelllebigkeit langsam ist gegenüber der Realität. Danke. Ich bin über 80, ich weiß es nicht. Ich werde es nicht mehr erleben. Ich meine, schauen Sie, wie viel, ich habe keine Ahnung, also jeder, der da irgendwelche Prognosen gibt, ja, dem misstraue ich. Deswegen. Die Geschichte ist in einer Weise furchtbar, dass wir gar nicht wissen, was wir nicht wissen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren, so persönliche, anekdotische Kommentar dazu erlauben. Ich war vor vielen Jahren, also nach meiner Zeit als Physiker, mit Planungsprognosen beschäftigt. Ich war im deutschen Planungsstab im Wissenschaftsministerium. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da gab's, das war die große Zeit der Futurologie und des Technological Forecasting. Und da gab es unter anderem einen ganz berühmten Mann, dessen Intelligenz über den grünen Klee gelobt wurde. Das war der Hermann Kahn. Hermann Kahn, vielleicht die Älteren werden sich vielleicht an ihn erinnern. Hermann Kahn, dessen Intelligenzquotienten so um 200 herum gewesen sein soll. Und er hat ein Buch geschrieben, ihr werdet es erleben. Ja? Und wenn Sie das heute, immer das vor einiger Zeit, weil ich da was geschrieben habe, für mich wieder so wieder angeschaut, ja. Nichts, also so, nichts hat er vorausgesehen. Das war kein Dummkopf, das war sicher nicht. Nada. Ja. Also niemand hat damals, um ein Beispiel zu nennen, die Miniaturisierung der Elektronik vorausgesehen. Man hat von riesigen Großrechenzentren hat man gerechnet. Aber dass das Ganze in ein Handy reingeht, kommt es von uns, das hat überhaupt niemand gedacht. Ja? Wer weiß, was jetzt gerade auf irgendwelchen Labors sich abspielt. Ja? Niemand hat gedacht. Also, aber auch im politischen Bereich. Ja? Also gigantische Geheimdienste gibt es, Militärgeheimdienste und Thinktanks hat es gegeben. Und 89 haben alle dumm reingeschaut und kein Mensch hat das vorausgesehen. Ja? Niemand hat auch die Retheologisierung der Politik vorausgesehen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja? Gehlen. Bitte? Gehlen hat sie vorausgesehen. Nein, die hat einen Konditionalsatz gesagt. Die hat gesagt, daran würde man erkennen, dass wieder ernst wird. Ja, das, aber er hat nicht gesagt, dass das kommt. Aber es war nur 7 Jahre vor 79, war schon relativ knapp dran. Ne? Ja, wir haben also gesprochen von der möglichen Bedrohung der liberalen Gesellschaft durch islamische Zuwanderung, vom Sandhaufen haben Sie gesprochen. In der Beantwortung der Frage dieser Dame da drüben haben Sie gesagt, na, es ist deren Problem, ja, Sie wurden gedemütigt, das ist deren Problem. Jetzt möchte ich Sie fragen, ob wir das Problem haben, dass wir zumindest eine postheroische Gesellschaft schon sind im Westen oder eine gar nicht mehr heroische Gesellschaft sind, ob wir auch dieses Problem haben. Ich glaube auch, dass sich das sehr schaffen kann. Ich glaube, dass das schlagartig sich ändern kann. Ja. Man hat, also faschistische Ideologen haben immer geglaubt, westliche Demokratien sind verweichlicht und sind nicht wirklich kampffähig. Sie haben sich sehr gewundert, sie haben sich sehr getäuscht. Also das kann sich schlagartig ändern. Ja. Es gibt das zum Beispiel das Handelsgesetz, erinnern sich nur an die Texte, ich provoziere es nicht, erinnern sich nur an die Texte, die um die Zeit des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs geschrieben worden sind. Damals bis hin zu Thomas Mann. Ja?
die Zivilisation, Kultur, das sind wir, Zivilisation, das sind die Helden, das sind wir, die Händler, das sind die Angelsachsen. Wir sind die Helden, wir sind die Helden. Dass der Handel zivilisiert. Ein ziemlich alter Topos, ja, dass der Handel zivilisiert die Menschen. Das geht zurück bis auf Hirschmann schreibt ein Buch über die Legitimation des Kapitalismus vor seiner Durchsetzung. Dass man sagt, wenn die Menschen ihre Kapitalinteressen verfolgen, dann dämpft das die Leidenschaften. Ja, also wo Geld fließt, fließt kein Blut. Bitte? Wo Geld fließt, fließt kein Blut, hat es gesagt. Wo Geld fließt, fließt kein Blut. Unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 1913 oder sogar im Frühjahr 1914, erscheint das Buch von Angel Cornell oder Ansel. Angel Ansel, glaube ich. Mit denen er die Unmöglichkeit eines großen Krieges in Europa voraussagt. Gerade wegen der großen sozioökonomischen Verflechtung damals. Ja? Und ein paar Monate später bricht die Hölle los. Ja? Also dass Handelsbeziehungen, dass die Menschen friedlicher macht und postheroisch macht, ja, in actu ja. Aber das kann von einem Moment auf den anderen umschalten. Also es gibt die, was Tocqueville nennt, die furchtbare Ursprünglichkeit der Tatsachen. Ja. Bitte sehr. Ich glaube, gleich bald dahinter. Na, ja. Noch einmal zur Aufklärung. Ich bin auch Ihrer Meinung, dass sich die Aufklärung nicht übertragen lässt. In Wirklichkeit sollte sie nicht übertragen werden auf andere Gesellschaften. Ich glaube aber schon, dass diese Aufklärung genauso gut auch in anderen, in arabischen oder in afrikanischen Gesellschaften kommen kann. D'accord, ist alles möglich. Ja. Also der Verstand ist kommunistisch, der ist relativ gleich verteilt. Ja. Daher heute ich auch so einen Ausdruck wie Islam. Wie heißt das? Islamophober Rassismus oder sowas? Schlicht und einfach idiotisch. Ich meine, das hat mit Rasse überhaupt nichts zu tun. Ja, überhaupt nichts. Das ist ein biologistischer Begriff. Das andere ist ein Religionssystem. Ja. Ich glaub, aber natürlich können die, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Generalantwort... Die Menschen, natürlich. Die sind genauso intelligent, die sind genauso fleißig, dumm, wie wir alle. Ich glaube, man kann vorwegnehmen, die Generalantwort von Rudolf Burger auf eine Frage, die ungefähr so ist, kann es sein, dass, wird immer sein, alles kann sein. Ja. Können wir... Ja. Bitte, da war... Danke. Mein Name ist Dr. Landschützer, ich arbeite für den Österreichischen Integrationsfonds und ich bitte den großartigen Interviewer um Verzeihung, dass ich keine Frage habe, aber doch eine wichtige Anmerkung. Ich fühle mich aufgerufen. Gut, ob sie wichtig ist, werden wir das. Das werden wir gleich sehen. Ja. Ich weiß. Ich fühle mich aufgerufen, die Wertekurse zu verteidigen. Und zwar, es ist wichtig zu wissen, dass darin vor allem nichts verordnet wird, sondern dass langsam und sehr deutlich und sehr gut unsere Werte erklärt werden. Und ich war da ein paar Mal zuschauen. Man sollte nicht unterschätzen, die Kraft des Arguments ist riesig. Diese Leute verstehen, worum es, also nicht alles und nicht von heute auf morgen, aber sehr vieles verstehen sie, beginnen zu diskutieren, vieles leuchtet ihnen ein. Man sollte es nicht unterschätzen. Sicher. Also ich will in keiner Weise gegen Ihre Wertekurse etwas sagen. Und ich weiß ja gar nicht, was sie machen. Ich habe nur bei dem inflationären, und das betrifft jetzt nicht ihre Kurse, sondern von der Inflation der Werte und des Diskurses über Werte, habe ich eine ziemliche Distanz. Max Weber schreibt irgendwann einmal, in einer alten Ehe, der Ehemann zu seiner Frau sagt, weißt du,
Früher war unsere Beziehung eine Leidenschaft, jetzt ist sie ein Wert. Dass, wenn die Leidenschaft raus ist, dann ist es ein Wert. Das Problem ist, und da komme ich noch einmal auf den Nihilismus zu sprechen, wenn ich das wieder ausführen darf. Unbedingt. Die ganze Wertphilosophie, das gibt es erst seit relativ kurzer Zeit, ich meine historisch gesehen, erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Den Wertbegriff in der Moralphilosophie gab es vorher gar nicht. Sie werden weder bei Kant noch bei Locke oder bei irgendeinem der großen Aufklärer, werden Sie von Wertetheorien reden. Da gibt es Prinzipien, da gibt es Maximen, aber Werte nicht. Das ist ein. Die Werte sind eine Reaktion, die Wertphilosophie, die erst Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde, sind eine Reaktion auf die Nihilismuskrise des 19. Jahrhunderts. Und seitdem versucht man Werte, objektive Werte. Max Scheler hat schon den Punkt über die objektive Rangordnung der Werte. Aber das sind immer Setzungen, das sind letztlich immer Setzungen. Das Problem ist, dass es leicht durchschaubar ist, weil man kann ihn natürlich deskriptiv verwenden, nach welchen Wertvorstellungen handelt jemand. Aber einen Wert als Wert zu verkaufen, das, ohne sich dabei auf eine objektive Richtigkeit zu berufen, und das können Sie beim Wert in Wirklichkeit nicht, macht das Ganze eben fragwürdig. Nicht? Die großen Offenbarungsreligionen, das Judentum, das Christentum, das sind keine Werteordnungen. Das sind Gebote. Die 10 Gebote heißen 10 Gebote und nicht 10 Werte oder 10 Empfehlungen. Ja? Sie können mit einer Offenbarungsreligion, so wenn er sie wirklich ernst nimmt, ja, keine Wertedebatte führen, sondern das sind Gebote. Ja. Erst mit einer fortgeschrittenen Säkularisierung des Bewusstseins, das heißt, wenn man die Religion, auch die man angehört, nicht mehr wirklich ernst nimmt, dann geht das. Ja. Das heißt mit anderen Worten, wenn das religiöse Bewusstsein, um es provokant zu sagen, korrumpiert ist. Also kompatibel wird eine Religion dann, wenn sie keine mehr ist, könnte man sagen. Nicht? Ja, mit ja. Es gibt ja diese Max-Weber-Geschichte, gibt es ja auch in einer zeitgenössischen Form, der Dialog geht dann so, sie sagt zu ihm, liebst du mich? Und er sagt zu ihr, wer denn sonst? Ne? Also das ist dann diese, also mit dieser Kompatibilität von Wertvorstellungen, ja, nicht? Ja. Also was zusammen. Es gibt da noch eine Frage. Vielen Dank. Herr Professor Bürger, Sie haben erwähnt, dass die Welt klein geworden ist. Aber ich vermisse immer wieder bei der Diskussion über Multikulturalismus, Integration, Migration, den Einfluss des Digitals bei der Diskussion. Man redet schon in der Soziologie, zum Beispiel in Kanada, ich habe vor kurzem Vortrag gehabt mit Kollegen, die haben schon über das Ende der Diaspora gesprochen, durch digital. Weil wir wissen, es gibt schon Frauen hier mit Migrationshintergrund, die können anfangen hier zu kochen, sie wissen es nicht mehr, wie dieses Rezept von Mutter ist, aber die zeigen durch WhatsApp oder durch Skype die Mutter im Ursprungsland, wie fragt nach dem Rezept sofort in Ist-Zustand. Können Sie uns vielleicht mehr besonders ein Wort sagen zum Einfluss des Digitals in multikulturalistische Diskussion? Danke. Ich glaube, das führt jetzt sehr weit. Ich glaube, das macht wirklich ein neues Fass auf. Vielleicht kann man das so machen, dass hinterher draußen bei einem Getränk Sie den Professor Burger noch mal kurz anreden. Ich glaube, wir machen ein komplett neues Fass auf. Und wenn Sie erlauben, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, würde ich das lieber nicht. Ich habe jetzt nur zwei Wortmeldungen.
Und dann müssen wir nämlich langsam Schluss machen, leider. Bitte hier aber chronologisch bleiben, die erste. Wenn Sie nur kurz aufs Mikro warten, bitte. Schönen Abend. Hört man? Ja. Schönen Abend. Vielen Dank für diese Punkte, aber die Hintergründe hätte ich gern da gehört. Ich habe da ein Zitat vor mir vom John Ziegler, der besagt, es kommt nicht darauf an, den Menschen der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Wenn wir von Demütigung reden, und das stimmt, kann man da ansetzen und schauen, die Verflochtenheit vom Kolonialismus, was technischer Rückstand sicherlich, kann jeder unterschreiben. Und das war eben genau diese Bewegung in den islamischen Ländern Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Reformbewegung, nennt man die in der islamischen Geschichte. Was untergeht, und das tut wirklich weh, ich komme aus Syrien, warum die Menschen überhaupt von diesen Ländern flüchten? Nicht, weil sie muslimisch sind, nicht, weil sie islamistisch gerichtet sind, sondern von dem Tod, von einem Krieg, der jetzt 7 Jahre länger als der Zweiten Weltkrieg gedauert hat und die ganze Welt fast nicht zugeschaut, sondern weggeschaut. Das ist ein Punkt, den hätte ich gern da. Noch ein Punkt? Geht das? Seien Sie mir nicht böse, können wir bitte bei einer Frage bleiben? Weil bei der Wertenfrage, die Menschen, die aus diesem Gebiet geflüchtet sind, haben sich begeben Richtung Europa und nicht Richtung islamischen Staaten, falls sie islamistisch gerichtet wären. Ja? Das heißt, sie wüssten schon, wo sie ihre Rechte bekommen, wo sie sich sehnen und was sie anstreben. Und deswegen glaube ich, das wäre der beste Ansatz gewesen, dran zu setzen. Nicht sie zu verurteilen oder zu verdächtigen. Mhm. Gut. Magst du das? Ja, was die Vorgeschichte, die ganze Ideologie, die ganze sozusagen die Anamnese dieses Zustands betrifft, ja, da gebe ich Ihnen recht. Ja, das Wort natürlich, das niemand wie der Letzte, der aber es hat. Also wenn man nur, man kann natürlich weiter zurückgehen, aber wenn man zumindest beim Irak gibt, man redet heute sehr viel von Fake News. Ich meine, aber ich kann mich nicht erinnern, dass damals, als Powell in der Generalversammlung der UNO gesagt hat, da ist der Beweis für die Weapons of Mass Destruction, das war schon so Weapons of, das hat schon ein eigenes Kürzel gehabt, so ist das eingetrichtert worden. Da hat kein Mensch von Fake News geredet, das war eine faustdicke Lüge. Ich meine, dagegen waren die Nazis ja noch ehrlich, die haben wenigstens einen Überfall simuliert auf den Sender Gleiwitz. Aber die haben überhaupt nichts, haben nur gelogen, nicht? Das war ganz massiv. Da fiel mir vollkommen recht. Und der Plan, Regime Change in Irak und in Syrien und im Iran, das kennen Sie 1998 im PNAC-Programm, Project for a New American Century, lesen. Also das liegt auf der Agenda. Jetzt ist Iran auf der Liste. Mit Syrien, ich mir vollkommen recht. Nur, ich rede hier auch als Österreicher. Und was soll er auch, wir haben damit nicht direkt was zu tun. Unser Problem ist jetzt die Immigration. Ja? Ich habe vollkommen recht, was die Ideologie betrifft. Okay? Na, dass wir Österreicher den Kolonialismus nicht verhindern können, tut uns eh weh, nicht? Könnte man sagen. Ja. Da war die letzte Frage. So, danke, das ist eine sehr große Ehre, dass ich die letzte Frage hier stellen darf. Und daher einmal stellvertretend für alle anderen, ich leide mit allen anderen vorher mit, die sich bemüht haben, Fragen zu stellen. Ihr Vortrag, Herr Professor, war so interessant und umfassend und stimmig, dass es schwer ist, eine Frage herauszudestillieren. Was mir aufgefallen ist, und da möchte ich als jemand, der viele Jahre in einem muslimischen Land gelebt hat, einhaken und sagen, das bitte das als Frage zu verstehen. Natürlich, Sie haben zu Recht gesagt, also die Aufklärung an sich, ihnen hinauftippeln zu wollen, das geht natürlich nicht. Aber es gibt seit 1798, spätestens Napoleon vor Kairo, die Reaktion war unter anderem gegen die Aufklärung, aber auch eine ganz starke Reaktion mit der Aufklärung, zu versuchen, die Aufklärung in die islamische Welt hineinzubringen. Bedauerlicherweise, das wissen Sie besser als ich als Historiker,
haben die immer, waren das immer die Schwächeren, die Reformisten haben sich nicht durchgesetzt. Und daher haben wir auch heute bei der Migration das Problem, das wir haben und das Sie völlig richtig angesprochen haben. Und das will ich gar nicht kleinreden. Nur ich denke, ich habe viele Jahre in einem Land gelebt, das, was Sie die Entfremdung nennen, ist in Wirklichkeit das, was viele von den Menschen dort wollen und erhoffen. Die nennen das anders, die nennen das Individualismus. Genau das, was Sie sozusagen gegen den Kollektivismus wollen. Und die Frage wäre einfach, wenn Sie das so verstehen wollen, was können wir, wenn wir die Wertekurse einmal polemisch aus dem Spiel lassen, wo ich auch glaube, das wird dann sich bei allem Respekt für den Integrationsfonds, das wird das Kraut selber nicht fett machen. Mit welcher Keule, wenn ich das jetzt einmal brutal ausführen darf, sollen wir da schlagen, um diesen inneren Widerspruch, der innerhalb des Islam besteht, möglichst fruchtbar zu machen? Das wäre, glaube ich, der Sinn und Zweck einer Integration. Ich glaube, dass man viele Sachen nur in konkreten Situationen beantworten kann. Also, natürlich ist es richtig, Integrationskurse zu machen, Wertekurse zu machen, nicht bei all diesen Metareflexionen, die man hat. Aber da muss man wirklich, und das bin ich nicht, das kann ich, das wäre anmaßend, da irgendjemand Ratschläge zu geben. Ich glaube, dass es das sehr schwierig ist. Ich glaube auch, dass das, wir haben von der Hierarchie der Kulturen gesprochen, man braucht sich immer nur, und das galt damals für den Zeugen, den Flüchtling als Zeugen, das gilt auch heute, man braucht sich nur die Migrationsströme anschauen. Ja? Wo wollen die Leute hin? Sie sagen mit Recht, sie gehen nicht nach Saudi-Arabien, sie gehen nicht in die Golfstaaten, sondern sie gehen nach Norden. Ja, ich glaube auch, dass das individuell wollen. Ja? Ja. Ich glaube auch nicht, dass das ist hoffnungslos ist. Ich meine, aber es ist verdammt schwierig. Ja? Auf der anderen Seite, man sagt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man sagt, man kann die Migrationswelle, die wahrscheinlich kommen wird, sagen viele Demografen, wenn man sich die Geburtenraten und die Fertilitätsraten in Zentralafrika anschaut und so weiter, und die Verhältnisse, dann ist das unaufhaltsam. Mag sein, ja. Aber schauen Sie, wenn Sie das Radio aufdrehen, wir haben heute dauernd Gesundheitssendungen. Ja? Das ist ein interessantes Phänomen, dass die Angst nicht mehr, die ganze klassische Philosophie, politische Philosophie, um nochmal auf Hobbes zurückzukommen, gründet auf der Vermeidung des gewaltsamen Todes. Davon fürchten sich bei uns eigentlich kaum mehr jemand, in Wirklichkeit. Sie fürchten sich vor dem natürlichen Tod. Ich kann das nicht mehr, aber vielleicht gibt es einen gescheiten Mann, der eine Theorie der politischen Medizin schreibt. Das wäre höchste Zeit. Ja, ununterbrochen Gesundheitsrat, Ernährungsratgeber und was es so ist und so weiter und so fort. Und das tun die Leute, damit sie gesund sind und wieder länger leben. Und sie wissen alle, dass sie sterben. Also das heißt, selbst wenn das unaufhaltsam sein sollte, die Migration aus Zentralafrika, es ist wie mit der Gesundheit. Ja? Die Unausweichlichkeit einer Entwicklung, einer möglichen Unausweichlichkeit einer Entwicklung anerkennen, ist eines. Sie moralisch, politisch und praktisch zu unterstützen und nichts dagegen tun, ist immer noch was anderes. Ja? Sie tun noch, die meisten Leute tun heute so viel für die Gesundheit, obwohl sie wissen, dass sie sterben werden. Und so geht es auch wahrscheinlich mit der Migrationspolitik. Selbst wenn es aussichtslos ist. Muss etwas dagegen tun. Ja, mit diesem trostvollen Wort können wir den Abend, glaube ich, beschließen. Ja, nein. Danke für diese vielen Ja's und Neins, Rudolf Burger. Danke fürs Zuhören. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, etwas zu bleiben und zu versuchen, dem Professor Burger noch das eine Ja oder Nein im persönlichen Gespräch herauszulocken. Das Buch, das wir nur am Anfang zu kurz vielleicht erwähnt haben, gibt es ja auch zu kaufen. Ich würde Ihnen empfehlen, das auch zu tun und wünsche Ihnen im Übrigen einen schönen Abend. Danke sehr.